Vorwort. Diesmal bastel ich wie versprochen eine Ruine für den Baneblade vom letzten Mal. Die Ruine ist bewusst einfach gehalten und so entsprechend schnell fertiggestellt. Insgesamt habe ich keine 2 Tage daran gearbeitet und dafür sieht sie gar nicht mal so schlecht aus. An Material braucht ihr nur Folgendes: Messer zum Schneiden, Foamboard oder Schaumpappe, Spachtelmasse, Sand- und Dekogranulat oder ähnliches, PVA-Kleber, also Weiß- oder Holzleim, eventuell Mörtel, Gesso, Acrylfarbe, Leitungswasser. Ich habe außerdem mattes Acrylmedium und eventuell auch Airbrush-Verdünner benutzt, aber du kannst auch einfach bei Leitungswasser bleiben. Das geht auch. Idee. Dieses Projekt beginnt wie immer mit einer Skizze. Meine ursprüngliche Idee war es, einen lahmgelegten Baneblade in einer Ruine darzustellen, der dort vor Luftangriffen Schutz sucht, ähnlich dem Tiger in der Kampagne der Deutschen in Battlefield 5. Geblieben bin ich bei einer Ruine und einem Baneblade, der darin etwas Deckung findet. Bei der Ruine war ich vor allem von einem Video von Tabletop Lenny's Terrain inspiriert worden. Link dazu oben rechts oder in der Videobeschreibung. Basteln. Zuerst habe ich ein Raster auf eine Schaumpappeplatte gezeichnet und dann entsprechend meiner Skizze die Wände aufgeteilt und zerstörte Wandteile und Fenster eingezeichnet. Um die Fensterbögen zu zeichnen, habe ich einen Becher benutzt. Sehr hilfreich. Ich habe dann ein Stück Schaumpappe als Fundament ausgeschnitten, das gut auf mein MDF-Spielfeld passt, und die Wände darauf mit Heißkleber festgeklebt. Zwischendurch habe ich auch getestet, ob der Baneblade überhaupt noch in die Ruine hineinpasst. Ja, tut er. Dann habe ich gotisch inspirierte Stützpfeiler ausgeschnitten und an die Ruine geklebt. Und damit ist die Grundstruktur fertig. Details. Um die Ruine spielbar zu machen, habe ich dann Leitern, Fässer und eine Kette teilweise positioniert und dann festgeklebt. Danach habe ich der Ruine Kampfschäden hinzugefügt, also Stücke aus den Wänden und Stützen geschnitten und Einschusslöcher in die Nähe der Fenster gebiegst. Außerdem habe ich noch ein paar Bruchstücke auf die Bodenplatte geklebt. Jetzt ist die Spachtelmasse an der Reihe. Die habe ich an ausgewählten Stellen hingeschmiert. Dann habe ich in entsprechenden Mengen Dekogranulat und Sand auf dem Fußboden der Ruine und besonders auf den Spachtelhaufen verteilt und alles mit verdünntem PVA-Kleber fixiert. Weil sich der PVA-Kleber beim Trocknen zusammenzieht, habe ich die Unterseite der Bodenplatte mit Wasser besprüht und sie mit Gewichten fixiert. So ist die Bodenplatte beinahe gerade geblieben. Als nächstes habe ich eine Texturpaste aus Gesso, Mörtel, Wasser, Kleber und Acrylfarbe angerührt und diese dann auf der Ruine verteilt. So konnte ich zum einen Spalten zwischen den Schaumpappeplatten schließen und zum anderen der Schaumpappe eine solide Stein- oder Betontextur verpassen. Farbe. Jetzt zur Farbe. Ich habe die ganze Ruine mit einer Mischung aus grauem Gesso, grauer Acrylfarbe und Wasser angemalt. Die Fässer und die obere Leiter habe ich mit einem Blau angemalt. So habe ich einen schönen Kontrast zum tristen Grau.
Zusätzlich zu dem Blau haben die Fässer noch weiße Streifen bekommen, weil Fässer das halt haben. Dann habe ich alle Leitern, Fässer und die Kette noch mit Gunmetal bemalt, aber so, dass die blaue und die graue Farbe noch stellenweise zu sehen ist. Das Ganze wirkt dann so, als ob überall die Farbe kaputt und abgeplatzt ist. Als nächstes folgt eine Schicht schwarzer Wash, im Endeffekt verdünnte schwarze Acrylfarbe. So werden die Schatten dunkel und alles sieht so aus, als ob es im Regen vor sich hin verwittert. Jetzt kommt noch die Drybrush-Phase. Dazu habe ich die graue Grundfarbe noch mit etwas weißer Acrylfarbe gemischt und mit einer von oben nach unten Bewegung trocken gebürstet. Auf Fußböden habe ich kreisende Bewegungen gemacht. Als letzten Schritt habe ich die Fässer, Leitern und die Kette noch mit silberner Acrylfarbe trocken gebürstet. Und das ist die fertige Ruine. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen und wenn ja, dann lass mir doch einen Daumen rauf und ein Abo da. Über einen Kommentar freue ich mich auch sehr. Tschüss und bis zum nächsten Mal.